Hallo und herzlich willkommen bei meinem Let's Play. Ich bin Zocker Martin. Also, lass uns zocken. Schön, dass du da bist. Hey, also, lass uns mal die Klimaanlage reparieren. Wir haben ein Problem mit Minus. Minus geht hier rein. Ja, stimmt ja, wir haben keine Hebel. Aber haben wir? Kein Hebel, Hebel, Hebel. Das könnte vielleicht. Entweder wir kriegen jetzt einen Geschirrt und wir sind tot, oder? Passt genau rein und jetzt ein brauchbarer Hebel. Sehr gut, aber wir brauchen hier Minus. Okay. Zack, 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 zack. Das müsste funktionieren, glaube ich. Und jetzt? Ah. Yeah, baby. Okay, dann schauen wir mal. Hey, Moment, ich wollte noch was nachsehen. Hier. Aaron. Die ist jetzt richtig berühmt geworden, ne? Okay, mal gucken, habe ich noch was hier vergessen? Okay. Außer mit dem Kaffee vielleicht muss ich was machen, aber mir fällt jetzt spontan nichts ein, was ich mit dem Kaffee machen könnte. Da pustet ziemlich kühle Luft raus. Gefällt dir die Temperatur so? So lässt sich's aushalten. Wirklich eine Wohltat. Ja, gern geschehen, mein Freund. Gern geschehen. So. Ich muss weg. Darf ich das? Ich könnte zwar ein paar schräge Töne... Nein. Falsch. Hier. Ach! Der Ventilator ist... Ich kann nicht mehr mit denen interagieren. Ach so. Der war nur dafür da, damit ich die Klimaanlage... Ach so. Okay. Spiel doch mal. I can get no satisfaction. Musst du dir anderswo holen. Ach komm, ich hab dir einen Gefallen getan mit der Klimaanlage. Ich muss weg. Puh. Okay, unser Plan. Das ist unser Plan. Aber ganz ehrlich, wofür habe ich eigentlich die Klimaanlage jetzt repariert? Ja? Ja? Genau, Ich gehe dann mal. Also. Wir haben den Pool, sagen wir mal, aufgefrischt. Aber ich weiß nicht... Es ist himmelblau und riecht gut. Aber ich weiß auch, warum das so ist. Das bleibt unser Geheimnis. Aber ich weiß nicht, wofür ich das gemacht habe. Zuerst dachte ich, Becky. Aber die will unser Cocktail nur haben. Beziehungsweise von ihm. Aber er kann es nicht mischen. Deswegen machen wir das. Also, wofür habe ich das jetzt gemacht? Kipp. Du kannst auch nichts. Oh, übrigens, was du wissen solltest, sag mal, ist das da oben jemand mit einem Fernglas? Was? Ich bin dann mal weg. Ich gehe, aber ich bleibe in der Nähe. Wir sind alle gar nicht richtig hier. Also ich habe hier gar nichts, was ich ihm geben könnte. Ey, Moment, was ist... Irgendwie geil.
Okay. Stimmt, ja, das war eine Pool. Ja, was soll ich denn damit machen? Ja, hallo? Leck mich, und hier kann man weitergehen. Ja. Das Spiel ist voller Überraschung, muss ich sagen. Okay, dann. Surfgöttin. Das sind aber hübsche Blumen. Oh, danke. Ich habe sie selbst gepflückt und nach der Kraft ihrer Farben arrangiert. So sorgen sie für einen ausgeglichenen mentalen Zustand. Scheint ja zu funktionieren. Ich bin Larry Leffer. Mein Name ist Johnny. Johnny? Nettes Hotel, was? Eigentlich schon. Ja. Das klingt jetzt nicht so begeistert. Naja, ich wollte eigentlich schon weg sein, aber das ist nicht so leicht. Warum bist du dann hier? Ich bin den Sternen gefolgt. Als ich gehört habe, dass es hier eine legendäre Höhle des kosmischen Wissens gibt, da wusste ich, hier muss ich hin. Diese Höhle scheint nur eine Legende zu sein, aber der Weg ist das Ziel, sage ich immer. Stimmt. Sehe ich auch so. Bist du so eine Travel-Bloggerin? Sehe ich vielleicht so aus? Nö. Ich wollte dich nicht beleidigen. Dann musst du aufpassen. Travel-Blogger sind ja wohl der letzte Abschaum. Lassen sich von Hotels verwöhnen und schwärmen dann auf Instagram, wie toll ihr Urlaub ist. Das klingt fürchterlich. Ist es auch. Diese Wohlstandskinder. Tut mir leid, dass ich gefragt habe. Ach, schon gut. Das sind auch alles nur Menschen. Magst du vielleicht meine Reise unterstützen? Wie denn? Mit Geld. Das ist hier alles so teuer. Echt? Ich habe noch nichts bezahlt. Ach, bist du auch ein Backpacker? Was? So. Wovon redest du? Du weißt nicht, was ein Backpacker ist? Was hat mich verraten? Du hast es gerade gesagt. Ach so, stimmt. Backpacking ist eine tolle und nachhaltige Methode, die ganze Welt kennenzulernen. Klingt toll. Wie funktioniert das? Man bittet andere Leute um Unterstützung auf dem eigenen spirituellen Weg. Du fährst per Anhalter? Nein, ich schildere meine Erlebnisse, verströme positive Gedanken, dann erhalte ich etwas Geld und setze meine Reise fort. Okay. Da hast du sicher viele schöne Begegnungen. Ja, total. Wobei... Ja? Manche Leute haben dafür irgendwie kein Verständnis. Ziemlich viele sogar. Nicht zu glauben. Aber geht so eine Art zu reisen nicht total an die Substanz? Du musst doch dann immer auch so günstig wie möglich übernachten. Ja, das ist schon etwas nervig. Die letzten Nächte habe ich am Strand geschlafen. Ist ja schön unter dem Sternenhimmel und mit dem sanften Wind und so. Aber was würde ich für eine Nacht in einem richtigen Bett geben? Und dann noch mit der richtigen Person. Ja. Merkst du selbst, oder? Ruhe, Pi. Okay, ich hab's verstanden. Du willst ein Bett haben, kriegst du. Jetzt inzwischen, Wie geht's dir inzwischen? Ganz okay. Ich lebe von Lichtnahrung. Weil du immer noch kein Geld hast? Das liegt an den Schwingungen hier. Die Leute bekommen ja für ihr Geld von mir so viel positive Energie. Das sollte ihnen doch was wert sein. Das kann ich gar nicht verstehen. Aber ich gebe ja zu, es wäre schon gut, mal wieder in einem richtigen Bett schlafen zu können, statt im Sand. Ja. Kann ich so ein Knicklicht haben? Klar, brauche ich nicht mehr. Weiß gar nicht, warum die noch leuchten. Normalerweise verblassen die doch recht schnell. Meine Haut ist auch ganz rot, wo ich sie trage. Macht mir nichts aus, ich habe sowieso schlechte Haut. Okay, hier hast du eins. Hast du vielleicht irgendwo eine hübsche Blondine gesehen? Nein, also von mir selbst abgesehen. Findest du nicht auch, dass das auf mich passt? Durchaus.
Kannst du auch stehen? Warum sollte ich? Weil man dann einen anderen Blick auf die Welt hat. Und für die Durchblutung ist es auch gut. Vor allem, wenn man so lange Beine hat wie ich. Danke, ich bin hier unten ganz zufrieden. Okay, dann bis später. Bis später. Möge das Licht dir den Weg weisen, Wanderer. Danke. Du auch. Hm. Nicht, dass hier noch was ist. Okidoki. Unglaublich, dass ich das gar nicht gesehen habe, dass da noch ein Mädel ist. Okay, lass uns meine mit den Elektrokasten oder beziehungsweise mit den Sicherungskasten, da muss ich noch was machen, oder nicht? Ich meine den Grill, obwohl ich will den Grill nicht einschmeißen. Das Schwein ist an einen Drehspieß gefesselt. Der Spieß dreht sich nicht. Entweder ist das Schwein zu schwer oder der Spieß hat keinen Strom. Jedenfalls hat das Schwein Glück, dass der Grill aus ist. Noch. Dann schauen wir mal. Genau, schauen wir mal. Hier ist der Grill. Das ist der Ventilator. Den bekomme ich nicht raus. Der ist festgeschraubt. Okay. So, hier. Dann habe ich hier Plus. Oh, hier ist auch Plus. Das geht so nicht. Den bekomme ich nicht raus, der ist festgeschraubt. Okay. Machen wir anders. Wenn das Plus ist, dann machen wir das hier Minus. Das hat nichts gebracht. Jetzt? Oh, das hat nichts gebracht. Vielleicht bin ich auf einem Holzweg. Ich muss beides Plus sein. Ich meine, hier steht ja auch. Machen wir Plus, egal. Wollen wir mal schauen. Ja, das sieht doch gut aus, oder? Ja. Oh oh. Schweinchen, tut mir leid. Ach. Das Schwein ist an einem Jedenfalls hat das Schwein Glück, dass der Grill aus. Okay. Dann schauen wir mal. Lebt noch. Dann lassen wir das mit dem Grill. Machen wir hier Leinwand. Zack. Minus. Zack. Plus. Zack. 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 Au! Das habe ich übersehen. Oh, das hat ja nichts gebracht. Ich weiß. Hier ist das Kabel unterbrochen. So fließt da kein Strom lang. Hier ja, ist das Kabel. Okay. Dann lass uns mal erstmal. Das versuchen. Hm.
das ist mal eine Drehkraft. Was für ein niedlicher Piephahn. Okay. Das hat auch nichts viel gebracht. Okay, okay, okay. Dann schauen wir mal. Wie soll ich? Haben wir irgendetwas Metallisches? Es sieht ziemlich geknickt aus, aber strahlt trotzdem. Moment. Den Trick kenne ich selbst. Ja. Das hat die Lücke überbrückt. Okay. Dann testen wir mal. Ja, das sieht gut aus. Ui. Ich muss zugeben, dass das ein geschickter Weg ist, sein Altöl loszuwerden. Aus den Augen, aus dem Sinn. Ganz dein Motto. Sieht aus wie Altöl. Ist jemand in der Nähe? Nein. Warum? Warum hast du es getan? Ach, klar. Aber das ist trotzdem keine gute Idee gewesen. Das bleibt unter uns, klar? Ja, natürlich. Aber ich weiß, wieso du das getan hast. So. Aber ehrlich, das ganze Hotel ist irgendwie suspekt. Es ist mehr eine Müllhalde als ein Erholungsort. Moment, was? Ich möchte eine schlimme Umweltverschmutzung melden. Was? Wo? Ah ja, da ist es. Beim Hotel hat ein Unhold Öl ins Wasser gekippt. Das haben mir meine Sensoren schon angezeigt. Warum bist du dann noch hier? Der Ölfleck ist ärgerlich, aber er hat noch nicht die Ausmaße, dass er für die Tierwelt gefährlich wäre. Zum Glück sind Vögel zu intelligent, als dass sie einfach so in den Fleck geraten würden. Also wirst du nichts gegen das Öl unternehmen? Solange es kein Tier gefährdet, gebe ich ihm eine Priorität von 3. Heute muss ich erstmal diesen Schrott hier Müll trennen. Das ist immer noch mein Floß. Sag mal, wie bist du denn drauf? Hab mich getäuscht, alles sauber. Ich muss los. Emma, du enttäuscht mich. Wohin denn jetzt? In den Dschungel? Moment. Kann ich da auch gehen? Ah, wir sind hier wieder zurück. Eine Stele. Da ist ein G auf der Stele. Ich glaube, da unten bewegt sich was. Aber so genau will ich es nicht wissen. Okay. Hier geht's nicht weiter. Okay, also wie ich das verstanden habe, wir müssen ein Tier finden. Wo habe ich ein Tier hier gesehen?
Nicht ab. Hallo, Entschuldigung. Ein Tier. Moment. Wo ist das WC? Ah, da ist doch. Er sieht irgendwie notgeil aus. Warum sagst du das so notgeil? Moment. Ich glaube, ich weiß, wieso er das sagt. Hier. Irgendwie geil. Wird das so funktionieren? Die beiden Sachen funktionieren nicht miteinander. Das kann ich da nicht einfach so befestigen. Wie einfach so? Das kann ich da nicht einfach so befestigen. Du meinst festkleben oder wie? Das Entchen passt perfekt hinein, als würde es nur noch einen Partner darin brauchen. Ich check's nicht. Was machst du denn da? Ich hänge das mal dahin. Scheint die Damentoilette zu sein. Vielleicht. Moment. Das Quietsche-Entchen kommt da nicht mehr so einfach raus. Ich hänge das mal dahin. Soll ich jetzt weggehen oder wie? Okay. 1, 2, 3 und die sind fertig, oder? Keine Ahnung, funktioniert nicht. Ich dachte, ich könnte ihn damit locken. Ah ja, was? nicht gerade intelligent. Hast du das gesehen, Pi? Der geile Hahn ist voll auf das wollüstige Quietsche-Entchen reingefallen. Hat alles um sich herum vergessen und sich blind auf es gestürzt. Was für ein Hahn. Dir würde sowas nie passieren. Natürlich nicht. Okay. Cookie-Lookie, Inventory. Warum sehen alle Tiere immer so unglücklich aus, wenn ich sie in der Hose stecken habe? Ja. Hallo? Nein, zurück. Zurück zu... Boah, ich wollte gerade sagen zu Emma, aber eigentlich nicht. Eigentlich müssen wir in das Hotel. Zumindest vermute ich, ne? Ich meine... Okay, hier geht's nicht. Ah, Moment. Wo ist der Ölfleck?
Ja, hier. Also wenn hier es kein Ölfleck sein wird, ne? Dann habe ich keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja, so wird das nicht funktionieren. Das würde die Umwelt verschmutzen, wenn es rumliegt. Leute, ich habe keinen Plan. Ist genauso. Ventilator kann ich nicht nehmen. Wofür habe ich die Klimaanlage überhaupt repariert? Ich muss weg. Ich übersehe irgendwas. Doch, hier. Andere Teppiche sind schon. Moment. Der war doch nicht gleich so. Denk immer dran, Vogel. Du tust das für einen guten Zweck. Also dein? Sag ich doch. Guck mich nicht so pikiert an, du Vogel. Genau. Ja, zuerst zu Emma, bevor wir mit der Klimaanlage machen, irgendwas machen. Ich glaube, ich habe irgendwas falsch gemacht. Ich meine, ich tue ihnen einen Gefallen mit der Klimaanlage und ich bekomme davon nichts, dafür nichts. So funktioniert das nicht in diesem Spiel. Tut mir leid. Eine Hand wäscht die andere, mein Freund. So, Emma, wenn du dich jetzt nicht bewegst, dann weiß ich auch nicht. Ich möchte eine schlimme Umweltverschmutzung melden. Was? Wo? Ein armer Vogel ist beim Hotel in einen Ölteppich geraten. Was? Dann muss ich mich sofort ja, darum kümmern. Emma. Du fasst dir aber nichts an, während ich weg bin, ja? Natürlich nicht. Ich will ja nicht aus Versehen die Umwelt verschmutzen. Richtig. Emma, du hast unser Wort, dass wir uns umsehen und gegebenenfalls was mitnehmen. Das ist einer von diesen modernen Club-Computern. Lieber nicht. Da verstelle ich noch was. Was haben wir denn hier? Was ist das denn da? Magnet. Magnet ist gut. Dann wollen wir mal. Bastelt er? Gut, dann muss ich das nicht selbst machen. Das sieht doch gut aus. Pi, können wir aufbrechen? Das Floß ist noch nicht wieder fahrtüchtig. Das Segel hat es nicht überlebt. Wir brauchen einen neuen Antrieb. Die See ist hier sehr tückisch, daher brauchen wir so etwas wie einen Außenbordmotor. Wir wissen immer noch nicht, wo Faith ist. Das sollten wir erst herausfinden. Du musst noch das Bußgeld bei Bobby bezahlen. Vorher dürfen wir die Insel nicht verlassen. Ich kümmere mich darum. Kacke. Sieht noch nicht so ganz seetüchtig aus. Okay. Sauber abgeschlossen. Na, supi. Kann ich das ja nicht nehmen? Brauche ich nicht. Das wirkt oft anders. Aber wir haben hier die zwei Schlüssel. Wofür habe ich die eigentlich? Das ist gut, so wie es ist. Das hilft mir nicht. Okay, das heißt, ich muss Schlüssel irgendwo suchen.
Moment. Hallo? Er ist stark genug, um kleine Metallteile anzuziehen. Gut. Dann gehen wir mal. Ich weiß, wofür ich es benutzen werde. Ich habe einen Vierteldollar geangelt, aber der Magnet ist mir reingefallen. Ach komm schon, Larry, was machst du für ein Mist? Oh, sie wurde 1987 geprägt. Okay, kurz überlegen. Genau, was war mit dir? Arbeitest du gern hier? Nee. Ich wäre ja gerne nur. Da war ich eine große Nummer. Warum bist du da? Wegen der Political. Heutzutage darf man. Keiner hat mehr Humor. Man darf nicht mal mehr. Dann heißt es. Und sie okay, an, okay, jetzt okay. Muss ja, nee. Das ist uninteressant. Gefällt dir die Temperatur so? So lässt sich's aushalten. Wirklich eine Wohltat. Okay, vielleicht. Ich glaube, ich weiß es. Ich muss weg. Ich glaube, wir sollen das Gegenteil machen. Machen wir die Klimaanlage aus. Oh. Okay, erstmal. Dann Klima. Schauen wir mal. Klima. Grün. Plus, zack, da. Falsch. So, zack. Und wir machen, Eisbund. Temperatur, okay. Jetzt bin ich gespannt. An der Heizung im Sommer ist immer gut. du siehst so traurig aus. Sie wird schon ihre Gründe haben, dass sie in dieser Hitze eine Mütze trägt. Ja, eigentlich. Hey, sag mal, hast du hiermit was zu tun? Sicher, dass ein Unfall hat der Vogel was behauptet. Sehe ich aus, als hätte ich einen Vogel? Ehrlich gesagt, ja. Ach, boah, die ist aber gemein. Wie geht's dem Vogel? Wie soll's dem schon gehen? Er steckt im Öl. Bei 90 Grad bekommt man das wieder raus. Hast du vielleicht irgendwo eine hübsche Blondine gesehen? Ich versuche, Menschen so gut wie möglich aus dem Weg zu gehen. Gerade diese Touristen machen besonders viel Müll. Sie heißt Faith. Klingelt da was? Nein. Ich lass dich mal in Ruhe rumvögeln. okay. Gehen wir mal zu unserem Pianisten. Oh. Das ist ein ziemlich großer Ventilator. Der könnte einen wegblasen. Sieht fast aus wie eine Schiffsschraube. Ha! Unser Motor. Unser Fluss. Okay. Verstehe. Für einen fetten Mann schwitzt du gar nicht so stark. Bei der Bullenhitze hier schon. Keiner hier weiß, wie man die Klimaanlage reguliert. Da muss ich mir halt selbst helfen. Ich muss weg. Okay. Hey, Finger weg! Den brauche ich hier, sonst gehe ich ein. Ich verstehe. Jetzt machen wir wieder kalt.
Dann macht er den Ventilator aus. Beziehungsweise wird er ihn nicht mehr brauchen. Dann schauen wir mal. So, dann machen wir jetzt schon kalt und... So, dann schauen wir mal, ob ich recht habe. Diese Klimaanlage macht mich irre. Mal zu heiß, mal zu kalt. Naja, nimm ihn ruhig mit, ich brauche ihn nicht mehr. Gut, meine Freunde, die Folge ist hier zu Ende. Aber ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, habt einen schönen Tag.